Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Es kann sein, dass ich die letzte Aufnahme verloren habe. Die Datei spackt ein bisschen rum. Vielleicht kriege ich es noch gerettet. Sollte ich es nicht gerettet, kriegen kurz zusammen. Fassung, wir waren in einem Dorf, da haben wir mit Leuten geredet. Es ist nicht wirklich was Spannendes passiert. Es hieß, es in, aus dem See dauernd Leichen rausgekommen sind. Den sollen wir jetzt mit dem Damm öffnen und den See ablassen. Wir müssen dafür einen Banditen killen. Und mehr ist im Endeffekt eigentlich auch nicht passiert. Wir haben ein bisschen erkundet. Also, ihr habt nichts Tragisches verpasst, sollte ich es nicht mehr gerettet kriegen. Ach ja, und wir haben da oben noch ein Astrarium gefunden. Ja. Wie gesagt, vielleicht kriege ich es noch gerettet, vielleicht auch nicht. Wir haben ein paar hochlevelige rote Templer umgenietet, was uns selber beinahe umgenietet hat. Aber gab auch gute Erfahrungspunkte. Und wir sind wieder am felsigen Hang, der einen unglaublich kreativen Namen hat. Wie gesagt, mal schauen, vielleicht kriege ich es gerettet, vielleicht nicht, das werden wir sehen. Jetzt ist es aber erstmal Lagerplatz. Und da sehe ich schon wieder einen Riss. Alter, ja, ich hab's kapiert, die haben niedrige Gesundheit, meine Fresse. So, Lagerplatz. Der Drei-Forellenteich. Der, wo zu seinem Namen gekommen ist. Schlagen wir unser Lager auf? Genau. Also, wir haben wieder volle Tränke. Wir könnten theoretisch Gruppe wechseln. Inquisitor. Ja? Es gibt nichts zu berichten, Sir. Dann zoom auch nicht ran, das lohnt sich nicht. So, das können wir jetzt machen. Das können wir machen. Und, ja, haben wir doch. Okay. Und hier fehlt noch Karo-Stoff. Und Lianas Bericht liegt bereit. Da können wir rasten, das brauchen wir gerade nicht. So, dann ist da vorne die Hauptquest und da unten ist der Riss. Das machen wir jetzt mal das da unten. Da ist ein Wolf. Und ein schwarzer Wolf. Toter schwarzer Wolf. Obsidian. Obsidian. Wie viel Obsidian sie hat? Ist sogar kein Vulkan in der Nähe. Ja, das ist nicht nur ein Vulkan, aber... Dann Leute, engage! Da bin ich schon wieder aggro. So, danke. Wird jetzt noch einen Leichnam. Mal gucken, wie lange noch. Sie mal alle immun gegen meine Eismagie sind. Das nervt. So, Riss schließen. Ach nö, der kommt nochmal eine Runde. Okay. Hab ich schon gesagt, dass ich die Feuermine mag. So, und der letzte. Oh, das ist ein Arcana-Schrecken. Das ist das falsche Target übrigens. Lol, ist der gerade teleportiert? Hörst du mal auf, immer dann zu teleportieren, wenn ich gerade meinen Blitzangriff machen will. So, stirb. Ja, das schießen aber nur Einflusspunkte, nicht Machtpunkte. Egal. So, dann gehen wir gleich weiter und machen das fertig. Ah, doch, hier, Machtpunkte gab es auch. Gut.
Dann nevermind. Ich habe nichts gesagt. Sogar zwei Machtpunkte kriege ich hier bei den Rissen. Nicht, weil es stärkere Risse sind. So, was haben wir hier jetzt schön? Das ist aber nochmal ein Astrarium. Und ein Leck. Okay. Ach du Kacke. Das sieht nicht allzu schwierig aus. So, 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 so. Ah ne, halt. Das war der falsche. Nochmal, also so, 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 so. Nee. So, so, konzentrieren. So, so, so. Dann so, 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 so. So. Der, 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 der. Shit. So, jetzt aber. Der, 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 der und der. Jetzt aber. Was soll das denn darstellen? Silentier. Silentier. So, und wer ist jetzt hier drin? Ach ja. Judith. Ihr habt euch einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, um bei uns vorbeizuschauen. Mit den Toten und der Wyvern ist es hier alles andere als sicher. Was würde ich nicht dafür geben, dieses Tier in die Finger zu bekommen? Wyvern? Es gibt hier eine Wyvern, die euch Schwierigkeiten bereitet? Ja, früher hat sie immer nur in den Bergen gejagt. Die einzigen, die sie belästigt hat, waren die Banditen. In letzter Zeit kommt sie allerdings auch immer häufiger hier herunter. Sie hat Ghouls kleinen Jungen beinahe zum Krüppel gemacht. Am besten wäre es, wenn jemand sie tötet. Und dann hätte ich gerne ihre Leber. Man kann daraus das beste Rattengift herstellen, das ich kenne. Sehr gut. Wenn ihr Judith seid, gibt es im Dorf einen Mann, der sich Sorgen um euch macht. Das kann dann wohl nur Ghoul sein. So besorgt wie eh und je. Ich bin froh, dass er in Kamwald geblieben ist. Am Webstuhl ist er so schnell wie kein anderer. Aber mit einem Schwert kann er einfach nicht umgehen. Tja, die einen können es einen, die anderen das andere. Baut ihr hier draußen etwas an? Ja, und ich repariere außerdem verschiedene Dinge für das Dorf und für Leute auf der Durchreise. Mein Name ist Judith. Ich habe gute Geschäfte mit reisenden Händlern gemacht, bevor diese Angriffe der Untoten begannen. Und die Banditen hier aufgetaucht sind. Von diesem Drachen ganz zu schweigen. Und dennoch lebt ihr hier gerne. Ihr wurzelt dort, wo ihr grabt. Diesmal ist es euer Land und nicht das eines anderen. Also das ist... Ihr seid wirklich scharfsichtig. Eben war es noch ein Wyvern, ist auf einmal ein Drache. What the fuck? Was wisst ihr über den Drachen? Er ist vor einem Monat hier aufgetaucht. Als die Wachen versuchten, ihn zu vertreiben, hat er einer von ihnen den Kopf abgerissen und ist weggeflogen. Ach so, ist ein anderer. Der arme Hamlet. Aber zumindest ging es schnell. Seitdem hat der Drache 3 Pferde, 5 Ziegen und 2 Katzen gefressen. Komisches Verhältnis, aber egal. Nicht angreifen! Gebt auf euch Acht. So geht das im Dialog. Wo ist hier ein Gegner? Oh, noch mehr. Gleich nimmer. Weg. So, okay. Wir haben hier noch eine Quest. Oh Gott, hab ich ja komplett vorbei gerannt. Was sind das für eine? Machen wir erstmal das da. Ist der Hauptstory, aber... ist gerade näher dran. Man sollte ja nicht gleich das Gebiet abschließen. Abgesehen von Hauptsache, jetzt können wir immer noch hier, können wir weitermachen. Open World ist eine Sache. Warum habt ihr euch für einen Map?
entschieden? Es war die Gestalt, in der ich helfen konnte. Die meisten Leute können sich keine Gestalt auswählen. Ich schätze, ich hatte auf eine etwas tiefsinnigere Antwort gehofft. Es musste er sein, nur harmlos. Der er, der er sein wollte. Der kein Leid verursacht. Nun, das ist tiefsinniger. Glaube ich zumindest. Schick hier oben. Pflanzen gegen Leichen. Wer immer das geschrieben hat, wird sich gut mit unserer Elfe vertragen, glaube ich. Oder auch nicht. Hat aber einen Haufen Gold dabei gehabt. So, ich schaue kurz im Lager vorbei, um kurz die Tränke aufzustocken. Weil ich meine, liegt ja sowieso auf dem Weg, warum nicht? Hoch komme ich von der Seite aber, glaube ich, nicht. Doch, könnte vielleicht klappen. Schauen wir gleich mal. Wir haben auch wieder vollen Fokus. Also wir haben nicht ganz, wir haben eine Fokusladung. Nee, da geht's nicht hoch. Hier vielleicht? Nee. Schade. Komm ich da irgendwie hin? Schade, dass der Gothic-Trick hier nicht klappt. Also der ist Gothic 3. Man sich mit Jumps an solchen Hängen hochcheaten, aber... Hallo, Bandit. Okay, Wegelagerer, sorry. Leute, kommt ihr? Profis! Sehr viel Liebe auf sich drauf. Hallo? Nicht das Bisent angreifen. Nicht das Bisent angreifen, Alter. Hallo? Auf den Scheiß. Nämlich tanky wie sonst was die Bisons. Du sollst auf den... Ach hey, da sind die Hugos. Na gut, jetzt haben wir schon angegriffen, jetzt killen wir es auch. Spannt euch, das dauert jetzt eine Weile. Weil wir diese Kacklappen hier nicht raffen. Selber rafft's aber gerade so wenig aus irgendeinem Grund. Hey, wir haben's doch geschnallt. Juhu. Na komm, gleich ist die Rüstung down von dem Scheißviech. Das hält aber auch aus, das Ding. So, jetzt, Rüstung ist unten. Jetzt muss ich den KP durchkloppen. Aber wie gesagt, ich habe es angegriffen. Wenn ich es jetzt nicht kille, dann stecken die Waffen gar nicht mehr weg. Und ich habe keinen Bock, jetzt einen Fokus wegen einem scheiß Bisschen rauszusammeln. Durchhalten, Cole! Der hat überhaupt keinen Schaden genommen. Ein Treffer kassiert, das war's. Juhu.
Meine Herren. Das war hart unnötig. Naja. Das ist eine Höhle. Hawk und der graue Wächter müssten in dieser Höhle sein. Oh. Hi. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ich selbst bin auch gerade erst angekommen. Mein Kontaktmann von den Wächtern müsste im hinteren Teil der Höhle sein. Da waren noch andere Wächter. Eine Gruppe von Wächtern hat in der Nähe von Kammwald eine Dorfbewohnerin vor wandelnden Leichnamen beschützt. Sie waren vermutlich auf der Jagd nach meinem Freund. Ein Glück, dass sie nicht auch hier drin nach jemandem gesucht haben, dem sie helfen können. Sie mögen gute Männer sein, aber sie folgen schlechten Befehlen. Es ist der aus Dragon Age 2. Also glaube ich. Damals, als Körgol angegriffen wurde. Und den hätte man, glaube ich, auch getroffen, wenn man in den tiefen Wegen Ennis dabei gehabt hätte. Aber hatten wir ja nicht. Ich habe ja bewusst diesen Storyverlauf so gewählt. Wir sind's nur. Ich habe den Inquisitor mitgebracht. Mein Name ist Stroud. Zu euren Diensten, Inquisitor. Wie viel Pomade hat denn der bitte im Schnauzer? Erst verschwindet ein Großteil der Wächter und dann treffe ich auf einen Magister der dunklen Brut namens Korypheus. Denkt ihr, zwischen diesen beiden Dingen könnte vielleicht ein Zusammenhang bestehen? Ich fürchte schon. Als mein Freund Hawk Korypheus erschlagen hat, war Weißhaupt froh, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Aber ein Erzdämon kann Wunden überleben, die tödlich erscheinen. Und ich befürchtete, Korypheus könnte dieselbe Macht besitzen. Meine Nachforschungen brachten Hinweise ans Licht, aber nichts Konkretes. Und nicht viel später begann jeder Wächter in Orlais den Ruf zu hören. Beim Erbauer, warum habt ihr mir das nicht erzählt? Es war eine Angelegenheit der Grauen Wächter. Ich war durch meinen Eid zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sehr gut. Der Ruf kontrolliert sie also? Ihr denkt, Korypheus nutzt diesen Ruf, um die grauen Wächter zu kontrollieren? Nicht direkt, euer Gnaden. Der Ruf warnt einen grauen Wächter, dass sich seine Zeit auf dieser Welt dem Ende zuneigt. Und jetzt hört ihn jeder graue Wächter in Orlais? Sie denken, sie müssten sterben? Ja, und vermutlich ist Korypheus der Grund dafür. Wenn die Wächter fallen, wer stellt sich dann der nächsten Verderbnis entgegen? Das ist unsere größte Angst. Also kontrolliert Korypheus sie nicht. Er täuscht sie mit diesem Ruf und sie fallen darauf herein. Haben wir mit dem Architekten zusammen nicht verhindert, dass es wieder eine Verderbnis gibt? Ja gut, weiß der Typ nicht. Ist der Ruf, den Sie hören, real oder ahnt Korypheus ihn irgendwie nach? Ich weiß es nicht. Selbst als leitender Wächter hatte ich über Korypheus nicht viel mehr als vages Geflüster gehört. Die Wächter glauben, dass dieser Ruf real ist und werden entsprechend handeln. Das ist alles, was wir mit Gewissheit sagen können. Okay. Wie schafft Korypheus es, dass all diese Wächter den Ruf hören? Das kann ich euch nicht beantworten. Wir wissen nur wenig über ihn, abgesehen davon, dass er gefährlich ist. Er ist ein Magister und gehört zur dunklen Brut. Und er spricht mit der Stimme der Verderbnis. Dies gestattet es ihm, den Verstand der Wächter zu beeinflussen, da auch wir mit der Verderbnis verbunden sind. So muss er diesen falschen Ruf hervorgebracht haben. Das ist irgendwie logisch. Ihr sagtet, sämtliche Wächter würden den Ruf hören. Schließt das auch euch mit ein? Bedauerlicherweise ja. Er lauert wie ein Wolf in den Schatten, die ein Lagerfeuer umgeben. Die Kreatur, die diese Musik erschafft, hat die Liebe des Erbauers nie kennengelernt. Aber manchmal kann ich sie beinahe verstehen.
Wir müssen herausfinden, was Corypheus getan hat und dem ein Ende setzen. Das darf so nicht weitergehen. Na dann. Die Wächter führen also einen letzten, verzweifelten Angriff gegen die Dunkle Brut. Wir sind die Einzigen, die einen Erzdämon töten können. Ohne uns wird die nächste Verderbnis die ganze Welt verschlingen. Kommandantin Clarell sprach von einem Blutmagie-Ritual, mit dem wir zukünftige Verderbnisse verhindern könnten, bevor wir untergehen. Als ich diesen Plan als Wahnsinn bezeichnete, wendeten sich meine eigenen Kameraden gegen mich. Die Grauen Wächter versammeln sich hier, in den Westgraten. Es ist ein alter Ritualturm Tevinters. Trefft euch dort mit mir, dann werden wir unsere Antworten erhalten. Lasst uns gehen. Ich wollte irgendwas anderes sagen. Ach ja, Alistair ist doch auch ein grauer Wächter. Hier ist nur um den Ruf, das müssen wir jetzt nicht durchlesen. Wieso hört er den nicht? Ich meine, der muss ihn ja auch schon gehört haben als... Ja, weil das ist die GZ ja nicht auf, was wir damals in Redcliffe gewesen sind, hat der Alistair ja kurz besucht. Dann müsst ihr den eigentlich gehört haben. Ha! Ich habe gehört, was er gesagt hat. Hoffentlich finden wir in den Westgraten ein paar Antworten. Ich fürchte, sie werden uns nicht gefallen. Ich habe schon zu viel Blutmagie gesehen, um dem, wohin sie einen führt, zu vertrauen. Das sagt der Blutmagier vorm Herrn! Na gut, nicht storytechnisch. Hexenbau? Achso, der Wyvern. Dahin führt die Höhle. Ja gut, aber jetzt haben wir ja im Lager. Das heißt, wir haben hier theoretisch nichts mehr zu tun. Wir müssen hier noch ein bisschen questen, aber ich sag, machen wir das. Weil gesagt, wir müssen Machtpunkte sammeln. Schon ein paar Mal gesagt jetzt. Also machen wir's. Da geht's zum Lager zurück. Dann müsste ich durch diese Höhle den Wyvernbau finden. Wir haben das Gebiet erkundet. Okay. Schartige Streitaxt. Na, wir müssen zwei Hände, das langt mir erstmal. So, rasten. Und jetzt nicht gleich wieder vorm Lager in irgendeinen Scheiß reinrennen. Sieht dann, dass ich es mal liegen. Da war die Höhle. Ab zu den Roten Templern. Also die Roten Templer sind tot. Zu ihrem Versteck. Ist auch nicht wirklich versteckt, zu ihrem Lager. Ehemaligen, ach egal. Der Höhle. In die wir vorher nicht rein sind. Aber auch schön, dass sich die Roten Templer immer so ewig weit vorher ankündigen, indem sie da überall rotes Lyrium pflanzen. Und da geht's hoch. Moment. Okay, so geht's nicht. Dann muss ich so abschätzen. Weil ihr wart vorhin so ein Hackmeck, auf euch habe ich keinen Bock mehr. So. Ja, mal das Riss, das ist geil. Hab ich irgendwas geskillt, mit dem ich Leute mit wandelnde Bombe anstecke oder so? Schnitzmesser, mach ich bessere Dolche. Also ja, Schnitzmesser. Habe ich eigentlich für dich inzwischen einen besseren Schild mal gefunden? Cassandra? Ich könnte auch mal Spaß haben, eine Weile die Rüstung, die Helme wieder einblenden. Ja, hab ich.
So, dann können wir hier ein bisschen Zeug kaputt hauen. So, Templerschild. Naja, passt ja irgendwo. Nein, nicht wirklich. Aber, Höhle. Wieso leben die wieder? Und die leben auch wieder, natürlich. Na dann, drauf. Au. Kann der mal aufhören, mich zu canceln? Au. Du tauntest gerade schon. Helf mir! Bist du weg von mir? Ja, das war vorhin schon so eine Pest. Wieso steht eigentlich Ritter, wenn es doch eigentlich ein Magier ist? So, dann ist mal ein AOE drunter. Der Schurk ist aber auch nicht besser. Die nerven beide aufs Größte. Nicht die Kombination, die nervt. Halten Sie mir vom Hals! Ich vermisse meine Mana tränken. So, weg mit beiden. So. Ich habe schon aktiviert gehabt. Ich lasse auf der Karte auch nicht sieht, welche Astralien schon aktiviert hat und welche nicht. So, egal. Du nimmst den. Du sollst auch Varric wechseln, nicht angreifen. Steck den scheiß Stab weg. Und hier ist jetzt ein Wyvern drin. Na schön, danke auch. Wie viele Tiefenpilze ich hier gerade auch sammle. Iridium. Ich hoffe, das ist die Wyvernhöhle. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Komm dem näher. Ach ja. Ach so, wieder nur Getränke von Peters. Dacht schon irgendwas Relevantes. So, wir kommen dem Wyvern näher, also wahrscheinlich wirklich seine Höhle. Hi. Das ist kein Wyvern, das ist ein Dingens hier, ein Salamander oder sowas. Damn! Bisschen was aushält. Nee, das ist ein Draco, ist das. Kein Wyvern. Ich hätte mir das Riss mal vielleicht für den aufheben sollen. Und bumm in 3, 2, 1. Oh, da kannst du doch ganz gut. Ui, der ist schon tot. Das ist schnell. Du nimmst auch mal bitte. Hier nochmal meinen Schild casten können, fällt mir gerade so auf. Nicht auf den Kleinen. Der Kleine stirbt, die Kleinen sterben sowieso den AOE. Hoffe ich. Aber doch, die kassieren gerade ganz gut. Unser Schurke ist nur ein bisschen schwach auf der Brust. Was Tankiness angeht, hat er nicht so viel. Na, die stehen gerade nicht gut. Machen wir lieber so. Und noch Kettenblitz für euch. Na komm. Eine Zwei-Treffer-Zone? Oder sehe ich das falsch? Als ob da einer drei Lebensbalken hätte. Der hat drei Lebensbalken, what the fuck? Hä? Die haben jeweils drei Lebensbalken, warum?
Nee, nur der eine. Der andere hat nur einen Lebensbalken. Ich bin hart verwirrt. Aber das soll uns gerade nicht weiter stören. Und nochmal, das sind Drakos und keine Wyvern. Amateure. Amateure, die gleich eine Feuermine fressen werden. Und bumm. Jetzt kipp endlich um. Danke. Nee, er lebt immer noch. Das lässt sich ändern. Dann noch der Typ mit den drei Lebensbalken. Jetzt haben wir noch zwei. Das ist hart komisch, aber ist egal. Steck den Stab weg. Ja, gut. Wir waren tot. Nichtsklopfer, das ist ein Stab. Achso, ich habe ja einen neuen Stab gefunden, fällt mir gerade so auf. Ich bin ja auch boosted. Hier, Basarakata. Basarakata. Nichtsklopfer. Ne, Basarakata ist nicht der Stab gewesen. Stab der züngelnden Flammen war es, genau, der Nichtsklopfer. Der ist gut. Holy shit. Auch wenn er scheiße aussieht. Und den kann ich sowieso noch nicht tragen. Zumal die ganzen Sachen, die sowieso besser sind, die ganzen... Die sind halt echt gut. Beim Treffer Schleierschlag zu wirken? War das Schleierschlag? Ne, das Mal des Risses, war das Schleierschlag? Ach, egal. Partende, bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm not going to be able to do that.